So, hallo. Angenehmes Wetter draußen. Ich habe mal kurz rausgeguckt. So. Ach da. Bleiben ja nicht mehr viele übrig. Glücklicherweise. Es geht voran. Und Koop. Zum Glück. Ja, das heißt zum Glück, ne? Aber das komische Event trägt dazu bei, diese Marken abzufahren, trägt dazu bei, halt diese Werftsachen voll zu machen. Finde ich okay. Deathly Hallow. Auf nach vorne. Na, 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 na. Alle Mann auf Gefechtsstation. Maschinenboost aktiviert. Hey Christoph, wunderschönen Tag. Ah, BB wird da gesagt. Wunderschönen Tag. Ja, nee. Wie lange mache ich noch? Schwer zu sagen. Ich wollte gerne die Zerstörer noch abschließen. Das sind 130.000 Schaden oder so. Und danach mache ich, glaube ich, Schluss. Also nicht mehr lange. Ich orientiere mich mal mehr zur Mitte. Weil das sind jetzt so mit den Zerstörern, das sind halt so ein bisschen so Harakiri-Fahrten. Ne, einfach vor Yolon. Und hoffen, dass du genug Torps reinsetzen kannst, um was zu reißen. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Da ist einer, da ist er. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Feueralarm. Okay. Problem gelöst. Da ist er explodiert. Okay, Baltimore hat keine Torps. Das ist gut für mich. Solange sie mich mit ihren HE nicht treffen. Alles Feueralarm. Maschinenboost deaktiviert. Da. Na! Ohne Worte. Ohne Worte. Die ideale Torpediermöglichkeit. Na, eine Salve in die Baltimore und eine in das Schlachtschiff dahinter und ja, bäm. Er trifft mich halt volle Möhre. Ach. Frustration. Dasha. Meine liebe Dasha. Du musst es jetzt reißen. Kann man mitfahren? Das ist nur Koop vor Jolon. Das ist nichts zum Mitfahren.
Na, weil das ist halt, wie gesagt, ist Koop vor Jolon. So viel Schaden wie möglich machen, möglichst Torps rausdrücken. Nächster. Sterben, nächster. Aber das ist nichts zum Mitfahren. Darf der mehr. Klingt doof, ist aber so. Boy начинается. Ich weiß nicht übrigens, was Boy начинается heißt. Das heißt, das Spiel fängt an oder so. Das Spiel startet oder es startet. So, haben wir Torps? Ja, wir haben Torps. Okay. Und das mache ich jetzt so lange, bis ich halt meine 130.000 da jetzt voll habe mit den Zerstörern. Und danach ist Schluss. Aber ich würde das gerne noch machen, weil ich muss am Dienstag halt dann die Schlachtschiffe benutzen. Dass zumindest die Zerstörer halt durch sind. Okay, er fährt außen rum. Das ist okay. Dann kann ich keinen Schaden auf ihn machen. Okay, ab. Es dreht er ein, oder was? Naja, zwei ist doch was. Торпеды по левому борту. Пожарная тревога. Неполадки устранены. Ich habe halt alle sechs gebraucht. Aber geht voran. Двигатель в штатном режиме. Наша команда близка к победе. Команда. Auf geht's. Неполадки устранены. Ah, das wird auf alle Fälle ein sehr schönes Spiel. An die 100k. Двигатель выведен из строя. Наша команда близка к победе. Наша команда близка к победе. Неполадки устранены. Ja. Ah, sieht okay aus. Einer. Zwei. Einer. Noch zwei. Ah.
Ah, das war ein gutes Game. Es fehlen halt noch 3,5 Tausend Meter. Ist doch. Okay. Mega, mega. Warum habe ich denn auf der Terrible keinen... Oh, das war der falsche. Moment. Französische Zerstörer. Irgendeiner hat jetzt keinen Kapitän. Der Scirocco-Mann hat keinen Kapitän. Raymond Fleury. Ja, okay. Zugewiesen auf die Terrible. Okay. Dann kriegt... Ah, hier, der Scirocco-Mann hat ja seinen eigenen Zähler. Warum habe ich die nicht drin? Okay. So, jetzt sind alle wieder richtig verteilt. Wenn ihr Bock habt... Na, ich werde jetzt hier mit der... Nee, da mal durch. Mit der Terrible werde ich jetzt meine Zerstörersachen fertig machen. Ich sollte wohl jetzt diese 3.500 schaffen. Danach können wir noch ein Gefecht machen als Stevie. Na, dann werde ich auch keinen Zerstörer nehmen oder so. Das ist mir dann wurscht. Das ist quasi dann das Abschlussgefecht des Tages. Da können wir nochmal eine Divi fahren, wenn ihr Bock habt. Aber dann mehr als ein Gefecht mache ich halt leider auch nicht mehr. Ne, ihr seid auch beide gerade im Gefecht. Okay, aber ihr habt es gehört, was ich gesagt habe. Alles ist cool. Mein Gefecht geht halt nur ein kleines bisschen schneller. Das ist halt der Punkt. So. Le Terrible. Die Schlechte. Die Böse. Eigentlich der. Aber im Deutschen ist Schiff weiblich. Eigentlich sächlich. Nicht das Schiff, aber wir reden immer von die bla bla bla. Ja, wenn du den Schiff einen Namen gibst, dann wird immer die, dann ist es immer weiblich. Bände runter. Jo, hab ich ja gesehen. Wie gesagt, es dauert 5 Minuten, bis ich hier durch bin. Müsst ihr euch jetzt nicht Panik machen. Ich warte dann auch auf euch. Ne, ich kann ja noch andere Sachen machen. Ist ja kein Ding. Alle Mann auf Gefechtsstation. Das Einzige, worauf wir uns einigen müssen, ist dann, wir fahren alle dasselbe Tier. Na, mit einer Feld-Divi möchte ich jetzt nicht ins Gefecht. Das muss jetzt dann nicht sein zum Abschluss. Und das bedeutet vermutlich, dass es maximal Tier 8 sein kann. Viel Glück allen! Gegnerische Streitkräfte entdeckt! Maschinenboost aktiviert. Gut. Die X-103.
elegant diese Wogen durchpflügt. Nichts kann sie aufhalten. Ein grauer Pfeil in einem blauen Meer. Die Gischt spritzt einem ins Gesicht. Gucke da, wen haben wir denn da? Auf alle Fälle haben wir da eine Z. Dringt schnell ein. Problem gelöst. Feueralarm. Geht. Gegnerische Zerstörer gesunken. Kritische Maschinen. Sind die noch rausgegangen? Ja. Treffen die? Ja. Ist er tot? Ja. Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantworten, haben Sie es geschafft. Die Masse jubelt. Thunder, Thunder, Thunder. So, Chaka. So. Hä? Wieder ein Werftabschnitt abgeschlossen. Juhu. Und dann sind es nur noch 900.000 oder so, ne? 920.000? Mit Schlachtschiffen? Das ist machbar. Ne, Schlachtschiffe kannst du durchaus 100.000 schaffen. Kommt drauf an, ne? Ein bisschen. Brauchst halt ein schnelles Schlachtschiff. Plus ein paar Titas und schon bist du dabei. Vielleicht, wenn ich ganz viel Bock habe, mache ich das morgen. Offscreen. Ne, jetzt ein paar Gefechte mit Schlachtschiffen. Einfach um hier ein bisschen zu pushen, dass wir Dienstag gechillt loslegen können. Da können wir schon mal gucken. Das ist easy. Das machst du nebenbei. Das machst du nebenbei. Oh, Clangefechte gehen wieder. Lol, das kannst du auch in Clangefechten abschließen. 60 Bänder aufklären, das ist auch easy. Machst du nebenbei. 200.000 EP. Ja, das geht. Ne, mit Boostern, alles kein Ding. Also, du kannst locker Gefechte. Die blauen Booster helfen Wunder und die grünen, da kommst du auch auf 10.000. Wenn du ein gutes Gefecht hast. Du musst eh hier genug von dem Scheiß machen. Das wird wieder. Verdienen Sie 18 Bänder zerstört. Okay, ist machbar. Ich würde sagen, das ist machbar. Sogar beim U-Boot. Verursachen Sie 900.000 Schaden an Schiffen mit der Hauptbatterie oder mit der Schiffstorpedos. Ja, mit was sonst? Achso, dann zählt natürlich Flooding und Feuer nicht und so Zeug. Okay. 900.000. Okay, das ist doch einfach. Hier musst du 1,35 machen. Hier zählt zwar alles, aber hier musst du einfach mal 400.000 weniger machen. 54.000 sogar. Verdienen Sie 50 Bänder zerstört oder Torpedotreffer? Ah, Torpedotreffer. Das ist auch easy machbar. Halten Sie 40 Millionen Punkte potenziellen Schaden. Das ist das ja einfacher. Verursachen Sie 1 Million Schaden an Schiffen mit Flieger, Torpedos oder durch Wassereinbrüche. Ist klar. Basis-EP. Okay. 1, 2, 3, 4 mal easy.
So. Und dann? Dann würde ich das halt die 5 nehmen und eventuell hier das Zerstört-Ding. Oder den Kreuzer. Muss den, der Zerstörer, die entgegenkommen, den musst du halt wegklatschen und dann halt den Kreuzer und das Schlachtschiff, das danach kommt, musst du halt torpen. Das heißt, du musst halt ein schnelles Kreuzerchen nehmen mit Torpedos. Klingt auf alle Fälle machbar. Na da, guck. Litteride. Ise fertig. Das bedeutet, Kampfauftrag ist der nächste. Ist der nächste durch? Welcher war das? Ach ja. Na, da gab es nur 10.000. Gab es keinen Fortschritt für Dings. Okay. Aber ist machbar, würde ich sagen. Updatet sich das nicht? Wir hatten noch eben noch. Obwohl, es sind nur noch 2 Millionen. Es sind nur noch 2 Millionen. Es sind noch Millionen, oder? Ja. So. Keilerei und so, das interessiert mich jetzt nicht. Ah. Ja, dann. Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir Tier 8 fahren wollen. Ich will Schlachtschiff fahren. Aha, Amagi, Ragnarok, Kansas, Massa fällt raus. Denn ich würde gerne einen von denen fahren. Amagi, Ragnarok, Kansas, Norka, Nebraska, Lenin, Vladivostok, Zieten, Monarch, Roma, Veneto. Hundertachtunddreißigtausend. Nebraska ist halt der Überschmutz. Ich komme mit der nicht zurecht. Vielleicht mögen diese, wie heißen die Dinger? Hybrid-Schlachtschiffe. Mögen manchen Leuten gefallen. Ich, für mich ist das irgendwie nix. So, aber ich kann hier nochmal abgreifen. Oh, es geht schon in die 7er rein jetzt. Yes. Plup. Waffenkammer. Brauche ich so einen Coupon? Minus 50% beim Kauf. Gilt das für den Kauf in Echtgeld oder ist das auch Dublon? Oh. Ich sehe leider nicht, was passiert ist. Moment, ich muss erst mal gucken. Vielen Dank für den Follow, Tommy. Hahaha, ich weiß, wo ich nachgucken muss. Ah, jetzt kommt mein Bot auch. Okay,
Der ist ein bisschen, hängt ein bisschen hinterher. Sehr schön. Ich weiß, dass er noch funktioniert. Ich möchte mir keins der Schiffe überhaupt kaufen. Das heißt, der Coupon ist eigentlich Schmutz. Internationale Verschiebung für die Ziten. Schmutz. 3.500. Das heißt, ich kaufe mir jetzt hier die Retrovella. Irgendwo muss ich diese Tier 8. Habe ich zwei Stück noch. Die muss ich irgendwo unterbringen. So, und wie viel kann man da kaufen? 7. Ja, genau. Leute, ich kann 7 kaufen. Bis zum garantierten Drop musst du 9 kaufen. Beziehungsweise musst du 10 kaufen, ne? Und beim 10. ist ja dann der garantierte Drop drin. Für Bonuspaket Stufe 8. Wo kriegst du denn die restlichen 3 her? Hier nicht. Wo waren denn die Kisten? Hier, Container. Empfehlung, Premium Container. Der müsste jetzt hier Retrowelle Container sein. Wenn du da 10 abgreifen kannst. Nein, natürlich nicht. Und bei den Dingern? Nein, natürlich auch nicht. Was für Schlawiner. Na gut. Dann holen wir uns die 7 halt. Dafür, dass sie geschenkt sind. Zack. Nein. So. Tja. Ausverkauft. So. Jetzt habe ich die Bayer. Ich habe mir die Retrowellencontainer geholt. Das heißt, alles, was jetzt noch kommt, wandert in Supercontainer. Klingt nach dem Plan, oder? Jeweils einen davon. Jeweils einen davon. Wo ist denn da der Unterschied? Hä? Wo ist denn der Unterschied zwischen Schätze aus fernen Welten und frühere Kapitäne? Außer, dass hier 150 sind. Ja, das sind diese grünen Dinger, jeweils einer. Das sind die grünen Dinger, jeweils einer. Außer, dass es hier nochmal 100 gibt. Aber hätten sie auch sein lassen können. Rücklagen für die Zukunft. Grau. Okay. Nein, braucht man das nicht. So, das heißt, ich kann schon mal wieder 3 Supercontainer kaufen, oder? Yes. Bis zum garantierten Drop 200. Wenn ein Spieler nach dem Öffnen von 199 Containern Supercontainer noch keinen Gegenstand aus der Gruppe der einzigartigen Gegenstände gefunden hat, finden sie garantiert einen im 200. Container. Da sieht man, was für eine Inflation sie gemacht haben mit den Supercontainern. Damit du ja kein Schiff rausziehst. Ja. 3 Stück wieder dazugekommen. Noch 107 verfügbar. Ja, die werde ich wohl nicht kriegen, aber ich werde mir noch ein paar gönnen können.
Ach, guck mal, Christoph ist jetzt rausgekommen. Da können wir ihn gleich einladen. Zack. Will sonst noch jemand einen Gefecht mit in der Divi fahren? Weißt du was? Was ist denn da richtig? Richtig abnervend. Die Zieten? Naja, 8. Kannst, dein Maximum ist doch 8, Christoph, oder? Also, fahr mal auch 8. Das ist für dich quasi zum Fahren. Ich bin bloß, mich bloß interessiert für, dass ich meine Dinger hier abfarme. Na, dann ist doch alles schicki. Na komm. Ich fahre einen Liebling der Massen. Oh, der hat nur einen Vierer-Kapitän. Natürlich hat er das, nur ein Vierer-Kapitän. Er zieht uns aber auch durch. Ja, fahr mal einen Walker, oder? Alle mögen die Norka. Da fällt nichts aus bei der Norka. Aufklärungsflugzeug interessiert keinen. Zack. So. Creditspunkte, Kapitäns-EP, Bischof-Free-XP, wir sind bereit. Aber wir fahren Zufallsgefecht, kein Koop. So, da sonst keiner will. So, letzte Gefecht des Tages mit meiner Piraten-Norka. So, wer mit reindrücken möchte, wenn noch jemand reindrücken möchte, ich zähle kurz an, ne? Und dann sind wir, möglicherweise müsst ihr bei 3 drücken, weil mein Stream hat meistens 3 Sekunden Verzögerung, kann ich aber nicht garantieren. Dann, ich mache mal Winge Winge und 1, 2, 3, 4, 5, 5, okay, bei 5 muss das drücken. Und zwar fahren wir in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auf in die Warteschlange. Wir haben ein Gefecht gefunden. Yeah. Lass mich raten, es ist ein 10er-Gefecht. Yay. Yeah. Also klar. Na, ist einer von euch Schlawinern dabei? Sieht zumindest erstmal nicht so aus. Tja, Christoph. Was machen wir? Ja. Ist zumindest nur ein Tier 10 Schlachtschiff dabei. Oh, hi Soundfile. Fürchte, du hast gerade das letzte, den Start des letzten Gefechts verpasst. Och nee, es ist wieder dieser Zeppelin. Ich krisch doch einen an die Waffe, ey.
Ich schätze mal, dein Betätigungsfeld wird so hier sein. Ja, deine Sekundär. Geschichten. Ich folge nur. Ja, wo die Norka hinfährt, da fährst du vermutlich nicht hin. Weil die Norka ist doch ein bisschen tanky. Ich folge mal meiner Black da vorne. Okay, was macht die Petro da? Ja, dann lass mal ihn halt vor. Wenn er will. Jetzt dreht er ab. Enemy 4 sighted on the horizon. Aha. Eine Tierpitz. Mr. Brandenburger. Na, hätte er mich nicht, ich will nicht sagen, abgedrängt, aber. Enemy battleship detected. Tschuh, Flieg und Sieg. Boah, hurra! Ah, da kommt die Rückantwort. Er ist aber genauso unfähig wie ich. Da. Concentrate fire on the dedicated target. Let's do this together. Starre Golo-Mann. Der muss halt sterben, damit unsere Black. Enemy Cruiser sighted. Enemy Battleship detected. Enemy Cruiser detected. Enemy Submarine sighted. Ich habe was getroffen. Torpedoes dead ahead. Torpedoes to port. Achtung, Torps. Pöse Torps, pöse. Au. Au! Scheiß Yamato, ey. Das hat ja mal übel wehgetan. Ich kann hier nicht mehr pushen, ich muss weg. Die Yamato macht uns hier alle platt. Vor allem nicht, wenn da vorne noch Torps hast. Ne? Torps und Yamato ist hier echt scheiß Kombo. Ja, ich werde gefokust. Ich werde weggefokust. Und ich kann gerade nichts leisten. Versucht der Yamato eine zu drücken. Nein, die ist wieder weg. Enemy battleship detected. Torpedoes to starboard. Torpedoes astern. Ja, U-Boot ist halt hier auch noch. Und die Black steht halt da in ihrem Nebel und lässt uns verrecken. Läuft. Ja, das meine ich damit. Du kannst da drüben nicht gegen eine Yamato spielen als Achter. Funktioniert nicht.
Enemy battleship detected. I need your power. Ah. Er hätte die Regolo halt aufspüren können, aber stattdessen hat er sich halt entschieden, ist da das U-Boot oder was? Der nächste oder was? Alter, diese U-Boote. No chance, ey. Ja, das war leider so ein bisschen schade. Wollen wir das so stehen lassen? Hm. Scheiß Yamato. Ja, genau das ist das Problem gewesen. Na komm, wir machen noch eine. Eine Runde geht noch. Will noch jemand mit? Aber dann muss ich ein anderes Schiff nehmen. Weil das Teil ist weg. Ja, das ist halt nichts bei einer Yamato. Ne? Beim 100.000 Schiff ist. Das bringt halt nichts. Der trifft dich halt einmal. Mich hat er getroffen und ich stand auch breitseite zu ihm. Mich hat er getroffen. Ich habe drei Viertel meines Schiffs gefehlt. Das waren Minimum zwei Zitas, die er mir gegeben hat. Sonst will keiner mehr mit. So, probieren wir es halt nochmal. Heute nicht. Okay. Na, kann ja fragen. Ah, aber das ist dann trotzdem definitiv das letzte Mal. Letzte Gefecht. Weil dann habe ich auch schon wieder fast meine regulären 5 Stunden. Ja dann. Wie gesagt, bei 5 bis 3 irgendwann drücken. Wir fangen an mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Und bitte jetzt kein 10er-Gefecht wieder. Das ist so. Ja, du hast halt. Gegen die Yamato ist halt. Du kannst dich drehen, wie du willst. Du kriegst, wenn er dich trifft, trifft er dich. Und er trifft halt an die Zita. Ne? Yamato kann dich halt auch frontal durchschlagen. Ganz locker. Als die Achter. Kein Thema. Okay. Ja, nice. Guck mal. Das ist doch schon mal was, wo man mit leben kann. Wir sind ein Tier 8 gefecht. Wir sind High-Tier. Keine U-Boote. Nur zwei Zerstörer. Guten Flugzeugträger. Zwei Bismarck und eine Tierpitz. Das ist natürlich wieder. Die wären. Wenn die als Block fahren, ist das schlecht für uns.
Alle Mann auf Gefechtsstation. Ach, guck mal. Sehr schön. Fairwagard bleibt hier und spottet den Diddy. Alter. Warum? Streitkräfte entdeckt. Jetzt fahren beide die DDs zur Mitte. Ha. Wir können nicht beide auf derselben Seite sein. Funktioniert nicht. Also auf derselben Seite dieser kleinen Kackinsel. Weil dann kommt der. Der Mist. Weil, na, fahr du an mir vorbei vorne. Dann fahr ich links. Rechts. Fahr du links von der Insel. Wir kreuzen uns. Das heißt ja immer nicht die Ströme kreuzen. Aber. Links ist auf alle Fälle safer von der Insel. Was ist das denn, Miyoko? Achtung, unterstützt das verbündete Ziel. Achtung, unterstützt das verbündete Ziel. Jetzt geht er zu, wo er in Reichweite ist. Torpedos auf Backbord. Alle Stationen. Okay, Miyoko. Nicht nach vorfahren, nicht nach vorfahren. Da ist ein DD, wir sehen den nicht. Das macht den keiner auf. Da ist der DD. Sekundär ist drauf auf ihn. Ich krieg dich. Was ist das? Ein Wasteras, der hat Torps abgelassen. Kommen Sie zurück! Torpedos auf Backbord! Aha, da waren die Torps. Torpedos Achterhaus! Müssen wir mit leben. Ah, ich hab ihn nochmal erwischt. Yes. Komm, Sekundäris. Macht ihn platt. Yes! Okay. Das ist unsere Queue. Wir fahren nach vorne. Na, wenn die Ferragat halt hier rumhampelt, ist das nicht unser Problem. Können wir nicht uns ausruhen da drauf. Achtung, melde Zielposition. So, zack. Jawohl, die New Mexico. Du hast keine Freunde, New Mexico.
Und deine Bismarck ist hinter der Insel. Alle Stationen, schützt das Ziel. Alter. Du müsstest mal kurz in den Cap mit reinfahren, wenn es geht. Streben. Na, kriegst du noch Cap-Punkte? Okay, dann nicht. Kritischer Maschinenschaden. Problem gelöst. Nicht um die Insel rumfahren, fahr hinter mir her. Wenn du um die Insel rumfährst, dauert das einfach zu lange. Obwohl, jetzt bist du schon zu weit, jetzt kannst du auch um den Zoom. Ja, sieht aber gut aus. Vorderfahrt voraus. Jetzt kommen da gleich wieder. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Na, nicht auf mich, sondern auf die Mogami. Okay. Hatte jemand von kurzem Stream gedacht? Ja. Keine 8 Stunden. Ist mir halt im Sekundärbereich halt überlegen. So wird's gemacht. Ich treffe ihn halt aber auch nicht. Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Alter Mogami, du hast doch gesehen, wo ich hinfahre, Junge. Unser Team hat die Führung übernommen. Na gut, er brennt ab.
Problem gelöst. Ah, das waren gar nicht mal so schlechte Treffer auf die Bismarck. Gutes Spiel allesamt. Ne, fährst du hin? Ah, okay, Cleveland. Mach die Cleveland. Die macht sonst übel Stress. Oh, das hat wehgetan. Ja, sehr gut. Einer weniger. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Ja, es hat außerhalb meiner Reichweite. Sieg ist in Sicht. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einem Win. Ah, du hast die Decks hängen gut. Nice. Das wohl ist der letzte Kampf gewesen, tatsächlich. Na, nur mit einem Höhepunkt sich verabschieden, das ist wichtig. Eine wichtige Lektion, nicht nur in World of Warships. Ihr Beitrag, 1905. Jawohl, ich leiste einen weiteren Beitrag. Ja, gucken Sie an. Hab Kill geklaut. Ja, nicht wirklich. Ich hätte... Er war halt am äußersten Rand meiner Reichweite. Hätte ich kaum gekriegt. Ah, zwei Kills gemacht. Ist doch cool. Na, die Vastaras hätte uns echt stressen können. Aber, okay. Ich hab schlecht gezielt. Gut, aber, ja gut, trotzdem 82k. Kann ich mitleben. So, dann löse ich die Divi mal auf. Vielen Dank fürs Mitfahren, Christoph. Ah, das kommt alles weg. Weg, weg. So, die Belohnung, ja gut, die können wir uns beim nächsten Mal noch holen. Das ist alles kein Stress. Oh, ich habe was gekriegt. Ein Wappen. Die Kriegsmarine 2, jawohl. Habe ich ja auf dem Testserver gekriegt. Das heißt, es war kurz davor. Gewinnen Sie 25 Gefechte, in denen. Ach ja, du musst ja dem 25 Gefechte kriegen, ne? Ja, ja. Ah, jetzt habe ich genau 25. So. Kriegsmarine. Ja, so schaut's aus. Daran arbeiten wir noch.
Und schon sind es nur noch 830.000. Hey. Ihr seht, wie schnell das geht tatsächlich bei Schlachtschiffen. Oh, Gefechtsboss ist durch, komplett. Allgemein gab es gerade nicht. Ist durch. Das haben wir auch erledigt. Das haben wir schon mal 2 von 3. Pfad des Fortschritts. So, ich schmeiße nochmal eure Codes rein. Chaka, chaka. Wieso geht denn das hier nicht weiter? Waren doch vorhin noch 2 Millionen. Oder sehe ich da irgendwie was nicht falsch oder so? Naja, ihr macht das schon. Mein Beitrag sind 50.000. Ach, das sind Geschenke. Oh, ich dachte, was liegt denn jetzt hier rum? Ja, normalerweise zoomst du halt nicht so nah ran, ne? Ja, die Schlitten. Hier liegen noch mehr Geschenke. Okay, okay. Na gut, dann kann man auch die abholen. Belohnung abholen. So. Es geht voran, würde ich sagen. So. Ja dann. Von meiner Seite war es das leider für heute. Aber wir sind halt genau 5 Stunden standardtechnisch. Aber ich bin erschöpft. Die Nacht halt, die 8 Stunden haben wir ganz schon gezogen. Ich glaube, die Woche drehe ich dann aber auch mit Warships ein bisschen kürzer. Bist du bei dem globalen Auftrag noch in Teil 1? Ja. Ist das ein Fehler? Das ist 100 Pro ein Fehler, dass es da nicht weitergeht. Das waren vorhin schon 3 Millionen, die noch gefehlt haben. Und das war von einer Stunde. Ich bin in Teil 2. Vermutlich muss ich das Spiel neu starten. Keine Ahnung, aber ich meine, ihr seht's ja. Okay, ich starte mal das Spiel neu. Ansonsten habe ich nämlich ein Problem. So, kurzen Augenblick. Jetzt. Ich habe leider keine Ahnung, wenn das bestehen bleibt, was man da machen sollte, weil fixen kann ich da nichts. Weil das ist halt serverseitig, nicht clientseitig. Vielleicht ist es auch nur ein Anzeigeproblem. Mal gucken. So, egal was jetzt passiert. Wie gesagt, der Stream ist jetzt zu Ende. Sollen wir euch noch irgendwie wohin schieben? Gute Frage, nächste Frage. Okay, es kommt hier kein Drop. Ah, jetzt bin ich auch in... Jetzt bin ich auch in 2 drin. Okay, dann war das nur ein Anzeigeproblem. Ah, guck, vorhin habt ihr hier angezeigt 50.000. Jetzt hat er die... Er hat tatsächlich das korrekt abgerechnet hier mit 37.000. Und hier jetzt hat er die 12.500 schon im zweiten Beitrag. Okay, gute Sache. Ah, nee. So. Puh, Schwein gehabt. Ich schiebe mich in Richtung Zivil. Ja, auf jeden Fall viel Spaß, Solo. Viel Erfolg. Und natürlich der Dank gilt allen wieder meinen Zuschauern, die da fleißig auch im Chat waren, einfach nur zugeguckt haben.
einfach euren Spaß haben. So, morgen ist bei mir Wochenende, klassischer Montag. Und zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Sonntagabend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns am Dienstag wieder. Bye, bye.